Vorderpfalz aktuell. Nachrichten und Informationen aus der Vorderpfalz. Im Mutterstädter Palatinum hat die Rheinpfalz ein Forum Landratswahlen veranstaltet. Die drei Landratskandidaten Walter Altvater, die Grünen, Michael Elster, CDU und Werner Schröder, SPD, konnten im Mutterstädter Palatinum den Bürgern Rede und Antwort stehen. Sehen Sie die wichtigsten Ausschnitte aus dem Forum Landratswahlen im Palatinum Mutterstadt. Diese Gedanken, die kann man schon auf die öffentliche Verwaltung übertragen. Dann auch die Frage Kostenbewusstsein. Sie wissen, dass ich kurz nach meinem Eintritt in die Verwaltung mit Entsorgungsunternehmen verhandelt habe und binnen 6 Wochen zu einem Abschluss gekommen bin mit einem Entsorgungsunternehmen mit dem Ergebnis, dass 500.000 D-Mark an Ausgaben erspart wurde. Und 17 Arbeitslose. Was halten Sie denn davon? Ich wollte nur ergänzen, dass das ein Antrag der SPD war, die Gebührensenkung. Was ich von öffentlichen Ausschusssitzungen erwarte, in vielen Jahren, ich referiere auch gelegentlich im Stadtrat, das sind öffentliche Ausschusssitzungen. Ich bin ein Befürworter der öffentlichen Ausschusssitzungen und nach der Gemeindeordnung, nach der Landkreisordnung sind ja die Ausschusssitzungen grundsätzlich öffentlich. Ich meine, es gibt Dinge, die kann man nicht öffentlich verhandeln, wenn es nun um persönliche Angelegenheiten geht. Und ich glaube, da hat jeder Verständnis, dass man da nicht öffentlich drüber reden kann. Und man kann auch nicht über finanzielle Angelegenheiten oftmals in der Öffentlichkeit reden. Es gibt finanzielle Angelegenheiten. Wenn Zuschüsse vergeben werden an Institutionen, ist das was Erfreuliches, das soll man öffentlich machen. Aber es gibt Dinge, die sind geheim zu halten. Also, meine Devise, grundsätzlich öffentlich und da, wo es geboten ist, nicht öffentlich.
einer weiteren Gesamtschule im Kreis bin. Das hat einfach bei mir ein Stück weit erstmal was mit meiner persönlichen Biografie zu tun. Wir hatten immer meinen Vater erklärt, also Winzer geht nicht ins Gymnasium, er braucht kein Abitur. Und ich war der Meinung, es ist besser, wenn die Kinder selbst entscheiden, ob sie Abitur machen, ob sie Mittlerweile machen oder ob sie Hauptschule, mit Hauptschulabschluss von der Schule gehen wollen. Das ist die Entscheidung erst der Wille der Kinder, nicht unbedingt der Eltern. Deswegen bin ich sehr für die Gesamtschule. Und in Mutterstadt gibt es ja auch zahlreiche Anmeldungen, die nicht befriedigt werden können. Deswegen denke ich, kann der Kreis durchaus eine breite Gesamtschule vertragen. Ansonsten möchte ich vielleicht zu der Schulpolitik im Kreis schon sagen, ich finde es richtig, dass man dafür viel Geld ausgibt. Ich bin auch dafür, dass das so bleibt. Ich denke, dass wir dafür auch so viel Geld ausgeben können. Hat auch viel damit zu tun, dass der Herr Landrat, der Herr Bartholomew, sehr sparsam war beim Bau von Kreisstraßen. Man muss da halt auch Prioritäten setzen. Das sollte man auch fortsetzen. Also man muss schon dafür sorgen, dass auch künftig weiter genügend Geld für Schulen da ist. Dann sicheren Fußes in eine möglichst nahegelegene Schule. Also, da kann man sehr vieles drüber ausführen. Die Gemeinden sind nun mal für die Grund- und Hauptschulen zuständig. Und da muss der Kreis unter die Arme greifen, wenn es denn gilt, da ein bisschen was zu tun für Grund- und Hauptschulen. Für die Weiterführung und für die Regionalschulen natürlich neuerdings auch. Der Kreis ist zuständig für die Weiterführung, für die Realschulen, für die Gymnasien, für die integrierte Gesamtschule hier in Mutterstadt und für die Sonderschule in Schieferstadt. Und ich meine, man muss den Bedürfnissen der Menschen entsprechen, die Schulen dort bauen, wo sie erforderlich sind. Ich meine, man kann nicht sagen, im Moment ist es mal notwendig oder die Erkennnotwendigkeit, ich könnte auch sagen, die Erkennnotwendigkeit für eine weitere integrierte Gesamtschule. Das wäre aber ein Hüftschuss, wenn ich sage, da sollen jetzt mal schnell 40 Millionen verbraten werden für eine neue Schule. Da muss man mal die Entwicklung abwarten und ich meine, es wird jetzt sehr, sehr spannend werden. Wir haben jetzt neuerdings die Regionalschule. Die haben wir jetzt schon in drei Gemeinden im Landkreis, in denen auch der Realschulabschluss erreicht werden kann. Und wenn jetzt, und unser Ministerpräsident hat es verkündet, und ich hoffe, dass er dranbleibt und dass er das weiter vollenden kann. Und wenn jetzt die Ganztagsschule kommt, dann sehe ich da eine große Chance, auch die Hauptschulen wieder aufzuwerten. Und dann ist man wieder näher am Wohnort. Ich könnte mir vorstellen, dass durch die Ganztagsbeschäftigung die Hauptschulen, ich wiederhole mich, aufgewertet werden, weil man am Nachmittag den etwas Schwächeren ein bisschen nachhelfen kann und weil die stärker sind, die können stärker gefördert werden. Man kann an Hauptschulen, kann man auch schon berufsvorbereitenden Unterricht dann anbieten. Ich glaube, die Ganztagsschüler, da kommen wir nachher wahrscheinlich nochmal drauf, können ja auch eine Chance sein, die Hauptschulen, die wohnortnahen Hauptschulen zu stärken. Und da sollten wir uns mal drauf freuen. Ich glaube, das wird eine gute Sache. Zunächst einmal darf ich sagen, dass wir in einem Zeitraum von 5 Jahren mit 100 Millionen D-Mark den Ausbau der Schullandschaft dieses Kreises gesteckt haben. 40 Millionen rund in Schieferstadt in das Schulzentrum, Aufstockung des Gymnasiums, neue Sporthalle. Die Zahl der Schulen ist vor kurzem eingeweiht worden, 5,5 Millionen. Die Realschule in Lüburger Hof ist in Rekordzeit gebaut worden. Die IGS ist generalsaniert worden, hat 13 Millionen gekostet. Was noch zu leisten ist, ist Maxdorf, die schaffen neue Fachräume. Ich bin der Auffassung, dass das Handeln im Landkreis Wilhelmshaven ganz hervorragend ist, dass ein Ausbau der Realschule in Lüneburger Hof erfolgen muss, um einen vierten Zug. Das ist auch einvernehmlich im Kreistag so beschlossen worden. Und die Planung ist ja jetzt gerade dieser Tage auch abgesegnet worden. Ich werde dafür sorgen, dass bis Mitte 2002 diese Schule dann komplett in Betrieb gehen kann. Regionalschule dann statt Schauernheim und deshalb,
weil die Verbandsgemeinde knapp 13.000 Einwohner hat. Und ich denke, es wäre gut, wenn auch in dieser Verbandsgemeinde ein Seminarabschluss erreicht werden könnte. In einem Punkt, Herr Schröder, stimme ich Ihnen zwar inhaltlich zu, Hauptschulen stärken, dann können Sie aber nicht gleichzeitig über neue Ideen nachdenken, das schließt sich aus. Und außerdem muss ich auch darauf hinweisen, dass nach dem Gesetz für die Hauptschulen die Gemeinden zuständig sind. Das ist im Kreis etwas anders als in der Stadt Ludwigshafen. Die Hauptschulen sind in der Trägerschaft der Gemeinden und sie würden sich das verbieten, wenn wir uns da einstimmen. Unsere Frage ist dahingehend, wie könnte ein Landrat denn nur versuchen, etwas gegen innerschulische Probleme wie Unterrichtsausfall oder Gewalt auf dem Schulhof zu unternehmen? Also zunächst muss ich mal auf die Hauptschule zurückkommen. Ich meine, dass Grund- und Hauptschulen in der Verwaltung der Gemeinden liegen und nicht in der des Landkreises. Schön, dann haben wir das auch klargestellt. Das möchte ich mir klarstellen. Natürlich auch regionale Schulen liegen im Bereich. Ich habe das vor wenigen Tagen sehr aufmerksam gelesen, dass unser derzeitiger Landrat in eine Hand gelegt werden sollte. Das wäre eine Aufgabe des Landes, sowas neu zu regeln. Aber im Moment haben wir nun dieses duale System. Die Schulträger sind für die Bereitstellung der Gebäude und der Einrichtungen zuständig und das Land stellt die Lehrkräfte. Und ich möchte hier auch mal eines deutlich sagen, weil immer wieder das Schreckgespenst des Schulausfalles so an den Himmel gemalt wird. Schulausfälle gibt es schon seit Jahrzehnten. Die gab es zu Zeiten der CDU-Landesregierung in doppeltem Maße, als es sie heute gibt. Es verneint niemand, dass es Schulausfälle gibt. Es gibt Schulausfälle an berufsbildenden Schulen und da ist echt eine Schwäche, da muss nachgebessert werden. Und es gibt auch in manchen Bereichen, in naturwissenschaftlichen Bereichen, gibt es auch Schulausfälle. Da ist die Zukunftsaufgabe, da muss was getan werden. Aber es liegt außerhalb der Verfügungsgewalt des Landrats, der kann natürlich auf der parteipolitischen Ebene mit seinen Parteifreunden im Land, in der Landesregierung, im Kultusministerium, kann der reden, da kann man versuchen, was zu erreichen, aber eine direkte Gewalt in die Schule einzuwirken, in den Lehrkörper einzuwirken, hat nun mal der Landrat nicht. Eine weitere Angelegenheit, die Gewalt in den Schulhöfen, da kann man natürlich was tun und das ist ein Teil der Jugendarbeit. Und ich bin froh darüber, dass der Kreistag beschlossen hat, dass Schulsozialarbeiter eingestellt werden sollen. Und da brauchen wir Fachkräfte, die an die Schulen gehen und die versuchen, der Gewalt an den Schulen entgegenzuwirken. Das ist die Aufgabe dann des Landkreises, dafür auch zu sorgen, dass in den Pausen die Lehrkräfte, die kann man nicht freistellen von ihrer Pausenaufsicht. Aber da sollte auch von unserer Seite was getan werden in Sachen Jugendpflege, in Sachen Schulsozialhilfe, Schulsozialpflege. Also da meine ich, das wäre ein Ansatzpunkt, um die Gewalt von den Schulhöfen oder die Gewalt auf den Schulhöfen zumindest etwas zu mindern. Stichwort rechte Gewalt unter Jugendlichen, auch im Landkreis, etwa in Bürgingheim, sind Tendenzen zu beobachten. Was wollen Sie konkret dagegen unternehmen? Und die haben uns vor allen Dingen mal darum gebeten, keine Konjunkturprogramme zu machen, nach dem Motto, jetzt gibt es mal ein paar aufwendige rechtsradikale Jugendliche, jetzt machen wir mal schnell ein Programm, das dann unter Umständen wirkungslos verpufft, sondern stattdessen mehr für Kontinuität zu sorgen. Auch für Kontinuität darum, dass man auch mehr Mittel bereitstellt. Und ich denke, das ist eher der richtige Weg. Also jetzt nicht zu sagen, wir haben jetzt einen zufälligen Bürgerkleid, jetzt machen wir mal ein halbes Jahr Einblick, wir geben dafür Geld aus und nebendran lassen wir vielleicht irgendwo ein Jugendzentrum vergammeln. Also ich denke, wir haben keinen Aktionismus. Deswegen haben wir uns ja auch ein bisschen unterschieden von den Anträgen, die SPD gestellt hat. Wir waren etwas bescheidener in den Forderungen. Wir haben das aber deswegen gemacht, weil wir der Meinung sind, da muss kontinuierlich mehr getan werden. Es
Gleiche gilt übrigens auch für die Bildung, wenn ich das noch dazu sagen darf. Also wenn ich jetzt sowas höre, wie jetzt im Landtagswahlkampf mit Ganztagsschule und so weiter, ich denke, wir brauchen mehr Lehrer. Ja? Prioritätensetzung kommen. Das ist immer eine Schwierigkeit dabei. Man hat viele Forderungen von den Bürgern, was die Bürger alles möchten wollen. Und man redet dann auch natürlich von Bildung, ist auch immer wichtig. Aber das Problem ist im Moment, ist schon seit Jahren, und das ist in der Tat ein Problem sowohl bei der schwarzen als auch bei der roten Landesregierung gewesen, dass man am Schluss dann doch den Bildungshaushalt bestimmt hat, als Sparbüchse gebraucht hat. Und das muss man ändern. Da muss man dann halt vielleicht woanders sparen. Gut, danke, dass wir vor allem zu sprechen kommen, denn wir haben eine Frage, geht jetzt an den Ärzten. Viele Leute, die doppelt verdienen müssen. Und das Problem ist dabei, den Kindern und Berufen der Meinung zu bekommen. Die Ganztagsplätze sind dann oft auch knapp und teuer. Was sagen Sie denn eigentlich einer alleinerziehenden Mutter? Gesehen wird, und wir haben in den letzten Jahren sukzessive nicht nur den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz umgesetzt, das ist im Landkreis Ludwigshafen sehr zügig getan worden mit einem Programm von 27 Millionen und 1200 Millionen Plätzen. Da waren wir, glaube ich, schon vorbildlich. Nachdem jetzt die Kinderzahl zurückgeht, ist auch die Chance, eben mehr Ganztagsangebote zu machen, ohne dass das Personal insgesamt massiv aufgestockt werden muss. Wenn eine ledige Mutter oder alleinerziehende Mutter ein Kind hat, dann ist die Frage der Betreuung im Landkreis so geregelt, dass das einkommensabhängig ist. Und eine Alleinerziehende hat sicherlich ein bescheidenes Einkommen und dann hat sie auch die Chance, dass das zu einem vernünftigen Preis finanziert wird. Ja, ich kann mich noch erinnern, also bei der anderen Podiumsdiskussion sind Sie da auch noch drauf angesprungen worden, da gibt es aber durchaus auch Leute, wo dann sagen, Mensch, es geht mir ganz schön am Ende Geld wollen. Ja, die Forderung, die damals diskutiert wurde in der anderen Diskussion, war, diese Frage einkommensunabhängig zu machen. Und da bin ich allerdings anderer Meinung. Nehmen Sie mal ein Arzt-Ehepaar. Warum soll bei einem Arzt-Ehepaar nicht die ethischen Kosten ansatzweise in Rechnung gestellt werden? Warum soll der kleine Polizist im mittleren Dienst mit seinen Steuern einem Arzt-Ehepaar einen Parkplatz finanzieren? Also die Regelung grundsätzlich in dem Bereich auch eine einkommensabhängige Komponente vorzusehen, halte ich für wichtig. Wo es nicht die volle Handtagsschule gab. Und wenn heute eine Betreuung bis 13 Uhr in der Schule gewährleistet ist, ist der Umfang der Ortbetreuung entsprechend geringer und das rechtfertigt auch eine Überprüfung der Situation auf der Kostenseite. Dankeschön, Herr Elster. Ich würde gerne den Herrn Schröder ins Spiel bringen. Es kam vorhin auf dem Publikum, ich weiß es leider nicht mehr genau, die Frage nach Kindern, nach dem Stichwort kinderfreundlicher Politik, auch elternfreundliche Politik. Ich kann mich da nur wiederholen, die Zeiten haben sich verändert, wir haben gehört, es werden immer mehr Ehen geschieden, wir haben jedes sechste Schulkind wird schon von einem alleinerziehenden Elternteil erzogen. Das fängt aber auch schon viel früher an, der Bedarf an Kinderkrippen, der ist groß. Wir haben im Moment im Kreis rund 50 Krippenplätze meines Erachtens, wir haben im Kreis im Moment rund 300 Hortplätze, da ist es anzusetzen. Da ist anzusetzen, da müssen wir ein bisschen zulegen, damit die Alleinerziehenden, damit auch junge Elternteile, die beide arbeiten müssen, die ihr Haus meinetwegen abzahlen müssen, dass sie sich fast am Mund absparen, damit die beide arbeiten gehen können, müssen wir dafür sorgen, dass die Kinder den ganzen Tag eben in der gut bewahrt bleiben. Das kann nicht sein, dass die Schulkinder am Nachmittag mit dem Schlüssel in den Hals sowas früher mal auf der Straße rumstreuen, sondern sie sollen dann im Ort aufgehoben sein. Und da komme ich jetzt nochmal, das hat nämlich auch mit Kinderfreundlichkeit zu tun, die Ganztagsschule. Natürlich brauchen wir noch Lehrer, aber wenn nicht andere auch Lehrer bräuchten, dann würden
können doch die anderen Länder uns nicht die Lehrer abluchsen. Und diese die gleichen Behauptungen, meine Damen und Herren, die bei uns wird angefangen, bei uns ist der Schulausfallwahlkampf. Der ist auch, Frau Schaban war gerade vor wenigen Tagen hier, der ist auch im Baden-Württemberg-Wahlkampf. Da geht nämlich die SPD mit den gleichen Behauptungen gegen die dort geführte Landesregierung in den Wahlkampf. Also es wiederholt sich immer wieder. Herr Schröder, ich würde Sie bitten, jetzt nicht so arg auf die Landespolitik-Ebene abzulegen, ja. Weil es geht an die Schule. Die Ganztagsschule ist kinderfreundliche Politik und da sind die Kinder nun mal an mindestens 4 Tagen in der Woche bis 16 Uhr aufbewahrt. Und da brauchen wir nicht nur Lehrer. An der Ganztagsschule soll nämlich nicht von morgens um 8 bis nachmittags um 16 Uhr nur gebaut werden. Da soll auch am Nachmittag soll man nachgeholfen werden. Den weniger Begabten, aber auch den mehr Begabten. Kannst du mir zum Schluss, Herr Schröder? Da sollen auch zum Beispiel Verbände und Vereine sollen mit eingespannt werden in diese Ganztagesbetreuung, damit die Kinder eben nicht alleine auf der Straße stehen. Und das ist eine große Chance auch für die Gesellschaft, mehr junge Menschen in die Vereine zu bekommen. Dankeschön. Zu den Kinderbeiträgen noch kurz eingehen, was der Herr Elster gesagt hat, dass das einkommensabhängig sein soll, das unterstütze ich schon für das Problem, das wir im Moment haben, dass für eine Normalverdienerfamilie eben die Beiträge zu hoch sind. Und das ist in der Tat ein Problem. Deswegen haben wir vorgeschlagen, diese Progression abzusenken. Ja. Also jetzt nochmal die Überleitung. Also wie gesagt, es kam ja die Frage aus dem Publikum. Das ist eine Ahnung, wo wir aus dem Publikum viel zu Wort kommen lassen wollen. Die Rolle des Kreistags bei der Jugendzeitung, wo sehen Sie denn? Ich habe jetzt etwas Schwierigkeiten mit der Frage. Also ich bin schon der Meinung, dass wir mehr in dem Bereich tun müssen. Das wird auch, aber die Jugendarbeit findet natürlich in den Gemeinden statt. Ja? Und wir haben Geld dafür bekommen, dass in den Gemeinden eine bessere Jugendarbeit gemacht wird. Das ist so, sehe ich das. Mehr Geld? Ja. Gut, okay. Ganz klar. Die Wunschsporthalle wird saniert. Wir haben diese Woche eine Ausschusssitzung gehabt, wo das erste Vergabepaket beraten wurde. Es gibt eine Empfehlung des Fachausschusses, diese Vergabe zu tätigen. Es hätte auch die abschließende Entscheidung erfolgen können, wenn von der Landesregierung die Genehmigung zum vorzeitigen Baubeginn schon vorliegen würde. Sie liegt noch nicht vor und deshalb bin ich gehalten, um nicht Zuschüsse zu verlieren, diese Vergabe noch zurückzustellen. Das ist die momentane Situation bei der Wunschsporthalle. Im Übrigen ist das Paket, was jetzt ansteht, rund 600.000 Mark unter dem Kostenvoranschlag gelegen, was ein sehr erfreuliches Ergebnis ist. Danke für die Besuch. Ich habe eine Frage an alle 3 Kandidaten. Was sagen Sie den über 200 Eltern und Schülern, die jedes Jahr in der IKS-Mutterstadt abgelehnt werden, obwohl sie dort gerne ihre schulische Laufbahn in der Sekundarstufe 2 fortsetzen würden? Ich bin deswegen ja für die Weiterbildung. Okay, Herr Elster? Die IGS in Ludwigshafen-Maudach, nämlich die Roschki-Schule, die jetzt neu aufmacht, wird eine Entlastung in dem Bereich gerade für Mutterstadt bringen. Im Übrigen bitte ich immer den Zusammenhang zwischen dem System anderer Schulen und der IGS zu sehen. Ich kann nicht einseitig die IGS aufbauen. Das hat Rückwirkungen auf das bestehende System. Es geht dann anderorts dadurch auch Schulen kaputt und das möchte ich nicht. Okay, danke. Herr Schröder. Ich im Großen und Ganzen der Vorrede des Herrn Elster an. In diesem Jahr wurden nur 165 Schüler an die IGS hier in Mutterstadt abgewiesen. Das sind die ersten Auswirkungen der neuen IGS in Ludwigshafen in der Hans-Roschki-Schule. Das sind aber trotzdem Punkte, die die IGS verstören. Okay, gibt es weitere Fragen zu diesem Themenkomplex? Aha, da hinten sehe ich schon. Der Herr Roster ist Bürgermeister von Bilbilland. Ja, warum denn überhaupt die Unterlagen vorgelegt wurden? Januar vorgelegt und Mainz persönlich überbracht. Mainz hat mittlerweile die Dinge nach Neustadt weitergegeben, weil in Neustadt die baufachliche Prüfung erfolgt. Dort waren wir auch schon
haben dort vorgesprochen, aber allein der Busweg braucht zwischen Mainz und Neustadt etwa 14 Tage. Wir haben die Rolle des Kreistages im Bereich der Jugendarbeit und haben konkret gefragt, was würden Sie verbessern? Ich würde doch bitten, dass der Herr Schröder und der Elster auch diese Frage beantworten, der Anfrage beantworten. Da möchte ich sagen, dass der Kreis eine hervorragende Jugendarbeit heute schon betreibt. Wir haben eine Kreismusikschule mit etwa 1400 Schülern, die immer wieder ganz tolle Talente hervorbringt. Wir investieren 1 Million D-Mark Zuschuss pro Jahr in diese Arbeit. Ich denke, diese Leistung kann sich sehen lassen. Ich bin auch dafür, dass die offene Jugendarbeit entsprechend unterstützt wird. Man kann auch darüber diskutieren, dass hier noch Dinge ausgebaut werden. Aber bekanntlich finanziert sich der Kreis über eine Umlage. Ich halte gar nichts davon, zunächst im Wohlgriff das Geld bei der Gemeinde zu holen, um es anschließend wieder an das Personal der Gemeinde auszubringen. Die bringen für den Bürger im Ergebnis nichts. Da muss ich etwas widersprechen, der Kreis hat eine Ausgleichsfunktion und er muss da ausgleichen, wo eben die Gemeinden ein bisschen finanzschwächer sind. Da muss der Außentopf der Kreisumlage muss dann da eben ein bisschen hinfließen. Aber ich will anders anfangen, der Kreis ist zuständig für den Vollzug des Kinder- und Jugendhilfegesetzes, des Sozialgesetzbuches 8 ist es, glaube ich. Hat der Kreis eine Zuständigkeit. Ich widerspreche nicht, dass wir in den Vereinen, in den Kirchen, dass wir da eine hervorragende Jugendarbeit haben. Aber ich sage immer wieder, die Jugendleiter dort, die dürfen nicht allein gelassen werden. Wir wissen ja oftmals gar nicht, wie qualifiziert sie sind. Darum sollte der Kreis sich das zu eigen machen, diese Jugendleiter auch von Zeit zu Zeit ein bisschen zu unterstützen, ein bisschen nachzuschulen, ein bisschen zu helfen. Das Zweite, das sind die Häuser der Jugend, die es in manchen Gemeinden gibt. In manchen Gemeinden gibt es sie leider noch nicht. Da ist aber der Kreis gefordert, auch was zu tun. Das mit Leben, die Häuser der Jugend mit Leben zu erfüllen, das Personal dort zu stellen mit anderen Zuschüssen, als sie bisher gewährt werden. Andere Kreise zahlen bis zu 50% Zuschuss. Der Kreis Ludwigshafen zahlt 10, 15 und 20%. Und darum können manche Gemeinden sich diese Häuser der Jugend eben nicht leisten. Aber da müssen Fachkräfte drin sein, die mit unseren Jugendlichen umgehen können. Und das können keine pensionierten Verwaltungsbeamten oder, sage ich jetzt mal, wir können das nicht tun oder andere, die jenseits des Berufslebens stehen. Nein, das müssen Fachkräfte der Jugendarbeit sein. Und dann gibt es diejenigen Jugendlichen auf der Straße. Und das hatte ich vorhin schon mal gesagt. Und da müssen wir hingehen. Die müssen wir aufsuchen und müssen versuchen, mit geeigneten Fachleuten diese Jugendlichen anzusprechen, diese Jugendlichen zurückzuholen in die Häuser der Jugend. Mein Wunsch wäre es natürlich, sogar in die Vereine, in die Gemeinschaft zurückführen. Das ist die Aufgabe des Landkreises in der Jugendarbeit. Und ich meine, da ist noch viel zu tun. Also zunächst mal hat der Kreis die Halle von der Gemeinde Mutterstadt mal geerbt, aber das ist auch sicherlich Es ist so, dass die Sanierung der Grundsporthalle unbedingt im Investitionsprogramm drin stand. Sie sollte in diesem Jahr begonnen werden und durch die Messungen und die Ereignisse, die Ihnen bekannt sind, haben wir das dann ein halbes bis ein Jahr vorgezogen. Es hat ja keinen Sinn, dann wieder Provisorien einzubauen, wenn eine grundlegende Sanierung ansteht. Teilsanierungen können Sie bei solchen Dingen nicht machen. Das hat auch was mit der Bausubstanz zu tun. Da gibt es herzlich wenig Sperrbedeckung bei einem solchen Gebäude. Die Scheiben, die sind zum Teil lose übereinander gelegt in der Schräge. Die Wärmedämmung in der Außenhaut ist marginal. Das hat damit zu tun, dass die Halle in einer Zeit gebaut wurde, als der Liter Öl noch Pfennige gekostet hat. Die Dinge haben sich eben geändert und deshalb muss die Halle heute auf das Gerippe abgetragen werden und komplett neu aufgebaut werden. Deshalb kostet es auch 7 Millionen D-Mark. Oder ist es schon wieder so? Also, jetzt nochmal eine zweite Frage.
Das ist eine Frage, die man so allgemein nicht beantworten kann, denke ich. Also man muss sich die einzelnen Bereiche anschauen, wenn es um die Frage zum Beispiel von bestimmten Bereichen der Sozialarbeit geht, Qualitätsberatung, dann ist es ja bekannt, dass ich sehr darüber auch geärgert habe, dass man einfach erklärt hat, dass es überflüssig, das brauchen wir nicht mehr, nur weil die Fallzahlen zurückgegangen sind. Das halte ich für eine kurzsichtige Politik. Ich denke, dass man in diesen Bereichen oder auch zum Beispiel bei der Betreuung aller Menschen, die demenzkrank sind, dass man da gucken muss, wie tatsächlich der Arbeitsanfall ist. Dann der Letzte. Also ich bin der Auffassung, dass insgesamt gesehen die personelle Ausstattung vernünftig und ausreichend ist. Über Schwerpunktsetzung im Einzelfall kann man diskutieren, aber das sollte man dann auch wirklich im persönlichen Gespräch tun, weil er da auch als Mitarbeiterin vielleicht auch persönliche Anliegen bestehen. Okay. Herr Schulte. Beruflich zu tun im Wählerwesen, da stelle ich nicht fest, dass da Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter fehlen würden. Aber man kann sich natürlich erst ein Bild davon machen, wenn man die gesamte Verwaltung, wenn man das gesamte Amt kennt. Ich meine, der Verbraucherschutz in Zukunft, der wird einiges Neues erforderlich machen. Aber im Moment für mich nicht feststellbar, dass zu wenig Personal in Gesundheitsamt ist. Ja, und in einem immer größeren Anteil vertreten, hauptsächlich auch in Bezug auf Klinien, auf Gesundheit und auf Sicherheit. Ich rede zum Beispiel, ich habe es ja gesagt, im Hochdorf, wir haben im Hochdorf keinen Arzt, Situation, die auf die Dauer nicht braucht. Da möchte ich dann mal wissen, wie kann ich sagen, so gut, der Geld kann sich stehen. Mehr Beschäftigten wird, ich denke, gibt, also wir sind der Meinung, generell bei den Grünen, dass dieses Problem dadurch gelöst werden muss, dass man die Bürger ermutigt und auch in die Lage setzen oder unterstützt, sich in einem größeren Umfang auch selbst zu helfen. Weil wir werden als Staat jetzt nur in Sozialarbeit mit unseren Mitteln und Möglichkeiten, also das Problem, was wir kriegen mit einer zunehmend älter werdenden Gesellschaft, nicht allein lösen können. Wir werden es nur dann lösen können, wenn wir gerade als Staat, als Kreis, als Gemeinde sowas wie Nachbarschaftshilfe und entsprechende Strukturen auch verstärken und verbessern. Also insofern, das ist genau das, was ich vorhin auch mit der Frage Bürgerbeteiligung und so weiter angesprochen habe, Hochdorf zu machen. Aber wir können beispielsweise was dafür tun, dass die Nachbarschaftshilfe verbessert wird, dass Möglichkeiten geschaffen werden, sich besser zu organisieren, dass andere gemacht werden. Ich denke, dass es bei den Senioren, bei der zunehmenden Zahl der Senioren auch eine große Bereitschaft gibt, sich zu engagieren. Ich erlebe das zum Beispiel in Mutterstadt im Rahmen der Agenda 21, wo ich sehe, dass viele, die noch fit sind, natürlich auch was tun wollen dafür, dass es hier in der Gemeinschaft werden soll. Und das muss man unterstützen, das muss man ausweiten. Und dann, nur dann kriegen wir das Projekt. Dass die Bedeutung der Eltern in der Gesellschaft steigen wird. Es gibt immer mehr Seniorinnen und Senioren, die auch sehr rüstig sind und die auch im Alter aktiv sein wollen. Deshalb ist meine Vorstellung jetzt auf Kreisebene, dass wir den Bereich Seniorenstudium bei der Kreisvolkshochschule ausbauen sollten und da auch mehr Gelegenheit zu geben, noch aktiv zu sein. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist auch der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, weil das eben auch ein Preis ist, der zum Teil auf diese Verkehrsmittel elementar angewiesen ist. Also auch von der Seite müssen wir etwas tun. Jetzt konkret zu der Infrastruktur in den einzelnen Gemeinden. Einrichtung einer Arztpraxis kann meines Erachtens der Kreis nur bedingt beitragen, im Sinne von Beratung bei der Ausstellung von Bebauungsplänen. Es ist ja versucht worden, zwischen den zwei Ortsteilen in dem neuen Zentrum da auch eine Möglichkeit zu schaffen, was Geschäftsansiedlung und andere Infrastruktur angeht, aber offensichtlich nicht ausreichend. Personell im Bereich der Polizei, hoffnungslos wieder besetzt sind. Die Fälle sind ja durch die Presse gegangen, dass Leute auf die Polizei, wenn sie sie dringend gebraucht haben, lange haben warten müssen. Da muss eben auch geschaut werden, dass diese Planstellen entsprechend besetzt werden.
Das ist ganz dringend notwendig, wenn uns nicht die Situation erlauben, dass sich die Bürger unsicher fühlen. Gut, aber das ist ja nicht Sache des Kreises. Also das ist der Kreis hatte mal ist schon lange her. Zeithoheit. Und da stimme ich Herrn Skarabelli ausdrücklich zu. Es war ein Fehler, bei dieser Polizeireform nur die Häuptlinge nach vorne zu bringen und die Präsenz in der Fläche abzubauen. Aber das ist Landespolitik und ich weiß nicht. Vom Kreis her schon was tun könnten. Man sollte das betreute Wohnen sollte man forcieren. Dann sind die älteren Menschen eben nicht so allein gelassen, wie sie manchmal sind. Da haben sie jemanden, der sich um sie kümmert. Zu der Sache mit den Ärzten, das ist ganz einfach, da kann der Kreis eigentlich gar nichts tun. Das ist eine Sache der kassenärztlichen Vereinigung und die bestimmen nämlich die Zahlen. Die bestimmen nach ihren Einwohnergrößen, wo dann Ärzte angesiedelt werden können, weil die Ärzte auch leben wollen. Das ist meine Erfahrung in dieser Sache und da habe ich lange Jahre Erfahrung. Wir brauchen im Kreis eine Leitstelle älter werden. Das heißt, wir brauchen im Kreis jemanden, der sich um die älteren Bürgerinnen und Bürger kümmert, damit jemand dort ist, der alle diese Ideen entwickelt, der darauf achtet, dass die Menschen eben im Alter nicht allein sind, dass sie nicht über dunkle Straßen gehen müssen, dass die Straßenbeleuchtung stimmt. Das sind manchmal Kleinigkeiten, wo Menschen abends sich nicht auf die Straße getrauen, die darauf achten, dass Straßenquerungen auch entsprechend dort geschaffen werden, wo ältere Menschen öfter mal über die Straße gehen. Also Leitstelle älter werden halte ich für eine Voraussetzung, um die man sich kümmern soll im Landratsbund. Herr Schröder, über das Abfallwirtschaftssystem im Kreis wird viel gestritten. Einig sind sich mittlerweile alle Parteien, dass das neue System zum Müllvermeiden beitragen wird. Einige Bürger kommen mit den komplizierten, biomodellen, individuellen Entsorgungsvarianten nicht so gut zurecht. Herr Schröder, Sie fordern unter anderem eine durchschaubare Gebührenpolitik. Wie soll die denn bitte schon aussehen? Ich meine, dass gerade in dieser Angelegenheit eine ganz, ganz große Verunsicherung in der Bevölkerung besteht. Man kann natürlich sagen, die Gebühren, die sind nun erheblich gesenkt worden, aber das ist ganz einfach durch die EU-weite Ausschreibung ist das erfolgt. Das ist dadurch erfolgt, dass die GML die Müllverbrennung eben gesenkt hat. Dadurch wurde die Möglichkeit geschaffen, die Gebühren zu senken. Aber ich meine, man muss doch den Menschen irgendwann mal Sicherheit verleihen. Jetzt kommen schon wieder neue Säcke zum Separieren. Also ich meine, dass endlich mal aber die Menschen sollten Sicherheit haben und sie sollten vor allen Dingen eines Mal, sie sollten ihre Widersprüche, die sie gegen ihre Bescheide eingereicht haben, die sollten mal behandelt werden. Und das finde ich, das ist Gebührensicherheit und die sollte man der Bevölkerung des Landkreises Ludwigshafen auch zugestehen, wie so in anderen Landkreisen geschieht. Muss man doch festhalten, dass dieses System zu einem ganz tollen Erfolg für die Bürgerinnen und Bürger dieses Kreises geworden ist. Herr Schröder, Ihre Einlassungen zeugen nicht von vertiefter Kenntnis des Systems im Landkreis Ludwigshafen. Es tut mir leid, wenn ich das so direkt sagen muss, aber die GML verbrennt nicht nur für den Landkreis Ludwigshafen und für die Stadt Ludwigshafen, sondern genauso für den Landkreis Bad Dürkheim. Der ist auch von der Siedlungsstruktur vergleichbar. Und nach den Zahlen von Frau Martini kosten die Müllgebühren im Kreis Ludwigshafen für einen Vier-Personen-Haushalt 255 Mark, bei uns im Landkreis Ludwigshafen und Bad Dürkheim kosten sie 480 Mark. Und die Wahrheit ist auch, dass vor der Reform 1997 wir im Landkreis Ludwigshafen auch nur 480 Mark bezahlt haben. Es ist einfach ein intelligentes System, was von den Bürgerinnen und Bürgern hervorragend angenommen wurde und was zu diesem Einsparerfolg geführt hat. 40% weniger Gebührenbelastung, das sind 200 Mark pro Haushalt, die hier eingespart werden. Das ist einfach mal der Punkt, dass das System
tendenziell noch in der Stadt Ludwigshafen vorhanden. Das ist wohl wahr. Aber die Bürger haben dieses System, was auf die Eigenverantwortung des Bürgers abstellt, eben angenommen und auch die Sparpotenziale daraus genutzt. Und das möchte ich nicht verändern. Und ich möchte schon mal Sie bitten, wenn Sie sagen, ein gerechteres Gebührensystem, dann beschreiben Sie dies konkret. Wir sind auf der Hitliste in der Pfalz mit Abstand die Nummer 1, was die Gebührenbelastung anbelangt. Mit Abstand die niedrigsten Gebühren in der Pfalz. Das ist doch ein tolles Ergebnis. Und dann sollte man sich nicht hinstellen, wie hier in dieser Zeitungsanzeige, und von Gebührenwirrwarr sprechen. Es gibt keinen Gebührenwirrwarr im Landkreis Ludwigshafen. Die Bürgerinnen und Bürger dieses Kreises kennen das System und haben es eindrucksvoll genutzt. Und es entspricht im Übrigen auch allen Empfehlungen. Volumen nehmen die in Anspruch in unseren Restmülltonnen.
Und da meine ich, da könnte man an eine eigene Windelentsorgung denken. Ein entsprechender Antrag wurde schon mal gestellt, aber der wurde nicht weitergegeben. Ja, mein Kollege hat es gleich richtig gestellt, aber ich denke auch beigeordnete, Herr Kollege, sind Bürger. Wenn die Hütten nicht zur Lehre können, wir ja zu Hause bleiben, und das wäre auch nicht gerade ein Zeichen der Stärkung eines Ehrenamtes. Das hier nur mal dran. Man muss natürlich, wenn man die Preisgestaltung der Müllgebühren im Kreis sieht und die Preise, die Sie nennen, Herr Minister, auch klarstellen, dass diese Preise nur eingehalten werden, wenn die Leute keine Zusatzlehrungen haben. Das heißt, es wurde ja, die Frequenz wurde ja reduziert, der Abholung. Herr Schneider, formulieren Sie bitte eine Frage und dann. Ja, und dann natürlich. Meine Frage ist auch konkret, Herr Ritzmann. Ich finde, dass Sie haben vorhin gesagt, man würde bitte hier von Beifalls- und Kuhgrundbewegungen absehen, das unterbieten Sie auch nicht. Also die Frage ist die, Herr Ritzmann, ganz konkret, wie viel Einnahmen hat der Kreis durch Zusatzlehrungen? Hilfe? Die Einnahmen durch Zusatzlehrungen sind unter 1 Million D-Mark, einfach deshalb, weil die weit überwiegende Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger mit 12 Lehrern gut auskommt. Bis weiter, Frau Kammer. Ich muss feststellen, warum wir den Müll ordnungsgemäß terminrecht abholen. Mich hätte einmal nur interessiert, wo Herr Schröder das Müllchaos im Kreis beobachtet. Leute mir schreiben, wenn Leute mich anrufen, die unzufrieden sind mit der Müllentsorgung im Landkreis, die unzufrieden sind mit ihren Bescheiden. Und wenn ständig, oder wir fangen da an, wenn auf die Schnelle das System verändert wurde, was auch sehr zulasten der Mitarbeiter im Eigenbetrieb Abfall gegangen ist. Und die Bescheide rausgingen. Herr Hens hat gesagt, es sind nur 450 Widersprüche, es waren ja viel mehr, es sind nur heute 450 noch nicht erledigt. Und wenn jetzt die Leute ab 1. April schon wieder neue Säcke bekommen, dann meine ich, dann ist das ein Wirrwarr für den Bürger, wo er sich erst dran gewöhnen muss. Dankeschön. Wenn es funktioniert, auszuweiten. Ich denke, die
wir kriegen jetzt auch welche. Die S-Bahn, das ist eine gute Gelegenheit, über solche Dinge nachzudenken. Wir kriegen jetzt auch die Möglichkeit, den öffentlichen Nahverkehr auszuschreiben. Also zum Beispiel bei den Busunternehmen darauf zu achten, dass sie die Fahrgäste nicht als Beförderungsfall ansehen, sondern als Kunden und auch eine entsprechende Einstellung dazu haben, dass man sich auch darum bemüht, volle Busse zu kriegen. Und ich denke, das ist eine Herausforderung für die nächsten Jahre, dass wir dort eine ähnlich intelligente und tragende Lösung hinkriegen können. Bus und Bahn? Ja. Zunächst mal möchte ich sagen, dass das Bild sehr uneinheitlich ist. Es gibt Bereiche, in denen das Angebot im Landkreis Ludwigshafen heute schon hervorragend ist. Wir sind nämlich ein Umlandkreis und deshalb sind die Verkehrsbeziehungen sehr stark auf die Kreisbahn Städte Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer ausgerichtet. Und zum Beispiel hier von Luderstadt gibt es heute eben durch Einführung eines Taktes, das war ja eine Reform, die positiv zu sehen ist, 21 Minuten Takt von Luderstadt bis in die Ludwigshafen. Das finde ich beispielsweise ein sehr attraktives Angebot. Von Limburger Hof gibt es vier Zugverbindungen pro Stunde nach Ludwigshafen. Wo wir uns traditionell schwer tun, ist der Querverkehr, weil da die Nachfrage geringer ist. Da versuchen wir jetzt verstärkt über Hoftaxis ein Angebot zu machen, damit wir nicht leere Busse durch die Gegend fahren lassen. Das ist meines Erachtens sinnvoll. Wir werden sicherlich die S-Bahn dann ausbauen und dann muss im Zuge der S-Bahn auch versucht werden, den Zug der Busse noch besser zu organisieren. Aber ein Meilenstein wird sicherlich die Einrichtung der S-Bahn sein. Da würden wir gerne später nochmal drauf. Gut. Aber ich will nur mal sagen, der Taktverkehr ist etwas, was sehr positiv sich bemerkbar macht. Und auch die Einführung eines Verkehrsverbundes in diesem Raum war doch ein Meilenstein. Früher sind Sie mit dem roten Bus nach Ludwigshafen gefahren und wenn Sie in die Straßenbahn umsteigen wollten, mussten Sie neu lösen. Das hat doppeltes Geld gekostet. Die Tourstrategierung war ein gewaltiger Schritt und hat nach meiner Kenntnis zu einem Fahrgastmehraufkommen von 60% gebracht. Also diese positiven Zahlen muss man sehen. Wir können aber sicherlich nicht mehr noch weiter ausgeben. Und da ist aus. Davon allein 600.000 Mark für die Rhein-Radkraft. Was kriegt das für Straßen? Ich würde sagen, wir machen das würde ich gerne tun, wenn ich nicht beruflich und auch in meinem Ehrenamt aufs Alter angewiesen wäre. Ich bin leider eines Sport- und Wähleramtes, der ständig in der Stadt unterwegs sein muss. Wir haben jetzt Bezirkssportanlagen, die liegen außerhalb, die erreiche ich ganz einfach nicht mit dem ÖPNV. Ich muss am Abend, ich sage zu meinem Hobby, zum VfK Schieferstadt, da kann ich auch nicht mit dem ÖPNV hinfahren. Also da ist das Auto dann schon angebracht und darum ganz ehrliche Antwort, da fahre ich dann natürlich mit dem Auto. Viele Menschen, gerade in dezentralen Ortschaften wie Hochdorf-Wassenheim oder Wöldersheim-Gronau, beklagen sich über eine schlechte Anbindung. Ist denn da was zu machen? Ist da eine Verbesserung machbar? Der Ruftaxiverkehr, der ist schon recht ordentlich ausgebaut und in diesem Bereich, meine ich, könnte noch was getan werden. Die große Hoffnung, die wir alle haben, wird die S-Bahn sein. Und wenn die S-Bahn denn kommt von Heidelberg bis nach Neustadt, und wir wünschen uns natürlich, dass die S-Bahn dann auch von Schieferstadt über Speyer bis Germersheim geht. Und wir wünschen uns, dass die S-Bahn dann auch von Ludwigshafen über Frankenthal an Bogenheim-Roxheim vorbei in den Norden führt. Und wir wünschen uns auch, dass dann die Schnellbusverbindungen, dass die schon mal 1996 angedacht waren, aber damals hat man sich nicht so recht dazu entschließen können, dass diese Schnellbusverbindungen dann auch kommen, direkte Anbindung an die S-Bahn, das könnte eine Verbesserung des ÖPNV im Landkreis Ludwigshafen werden. Aber im Moment, meine ich, klappt es mit dem Ruftaxiverkehr doch ganz ordentlich. Dankeschön. Das ist ein Angebot. Ich habe es vorhin schon erklärt, es gibt, also man muss die Mobilitätsbedürfnisse der Leute ernst nehmen und muss ihnen da auch wirklich eine Alternative geben. Also ich bin ja jetzt aus persönlichen Gründen, und das hat jetzt auf den öffentlichen Personennahverkehr angewiesen, weil ich habe kein Auto, habe keinen Führerschein. Und es ist schon erstaunlich, was man da, also es gibt ja noch andere Leute, denen es so geht, es sind ja vor allen Dingen auch ältere Leute, denen es so geht. Sie hat das vorhin auch angesprochen, was wir für die Senioren tun. Es ist schon erstaunlich, was man den Leuten, die auf dem öffentlichen
Personennahverkehr angewiesen sind, was man denen zumutet. Und wenn man das bei den Autofahrern ähnlich machen würde, dann hätten wir hier schon längst einen Volksaufstand. Und ich denke, wir müssen da einfach auch dadurch zur wirtschaftlichen Lösung kommen, dass wir in dem Bereich endlich investieren. Das ist nicht nur ein Problem des Kreises, das ist auch ein Problem des Bundes, des Landes. Ich bin aus Bad Dürkheim. Ich bin vor 30 Jahren regelmäßig mit der Rhein-Hartbahn nach Mannheim in die Lehre gefahren. Wenn ich heute die Rhein-Hartbahn benutze, dann braucht es ungefähr eine Viertelstunde länger wie vor 30 Jahren. Und in der Zwischenzeit hat man eben da eine ganze Reihe Autobahnen gebaut. Da muss man sich doch nicht drüber wundern, wenn dann die Leute nur mit dem Auto fahren. Also muss man jetzt auch dafür was tun, dass zum Beispiel die Rhein-Hartbahn mit der OEG verknüpft wird und dass man in einer Stunde von Bad Dürkheim in Heidelberg ist. Und wenn man das mal realisiert hat, die Investitionen dafür getätigt hat, dann denke ich, wird man auch ein paar Ergebnisse erzielen. Die S-Bahn ist ein Jahrhundertprojekt, nicht nur für den Landkreis, sondern für die ganze Region. Die S-Bahn könnte, so wie die B9 heute schon, sozusagen alle Kreisgemeinden wie eine Perlenschnur aufheben. Insofern ist die S-Bahn gerade für den Landkreis von großer Bedeutung, von Bogenheim-Buxheim bis Römerberg. Darüber hinaus habe ich eine gewisse Vision, dass man nämlich eine Ringlinie einführen könnte, die alte Ludwigsbahn von Ludwigshafen Richtung Neustadt, dann entlang der Rheinstraße hoch nach Bad Dürkheim und von Bad Dürkheim rüber über Lamsheim, da müsste die Flomersheimer Kurve gebaut werden, zurück nach Ludwigshafen. Durch eine solche Ringlinie würde insgesamt Vorderpfalz sehr stark integriert und zusammengeführt und das wäre auch ein Beitrag zum besseren Zusammenwirken der Gebietskörperschaften in unserer Region. Und das wünsche ich mir auch, denn diese Verkehrsfragen, die können nicht von Kreis alleine gelöst werden, sondern da muss man in größeren Räumen gehen. Apropos Fragen, in der Bestimmung des holenden Materials. Die Züge brauchen mitunter 2 Jahre, bis sie zur Verfügung stehen. Da habe ich ein gewisses Bauchweh, dass da in der Vergangenheit einiges verbündet wird. Ja, mein Name ist Trog, ich komme aus Altrip. Die Busverbindung Altrip-Ludwigshafen stand ja fast auf der Kippe. Und es ist so, wenn man von Altrip aus mit dem Bus nach Ludwigshafen fahren will, das sind also fast 12 Kilometer, muss man zuerst nach Grünheim fahren, dann muss man umsteigen in die Straßenbahn. Das ist vertaktet, das ist wunderbar. Aber man ist eine knappe Stunde unterwegs bis an Berliner Platz. Mag für Leute, die zeigen, dass jedes Schulkind auch einen Platz haben muss,
jedes Schulkind angeschnallt sein muss. Ich weiß, da würden wesentliche Kosten entstehen. Aber ich bringe immer wieder gerne das Beispiel, wenn ich mein Kind, mein Enkelkind in die Schule fahre und es wäre nicht angeschnallt, dann bekäme ich auch ein Protokoll. Und im Bus dürfen die Kinder, wenn er mal scharf bremsen muss, durcheinander fallen. Das beißt sich irgendwo. Aber ich meine, in Sachen Schülerbeförderung, da gibt es Nachbesserungsbedarf und da müssen wir noch was tun. Zunächst mal wollte ich noch einen Satz sagen zum Antrieb. Ich habe mich mit Kreisgremien und Nachdruck dafür eingesetzt, dass der Kreis seine Verantwortung auch bezüglich der Buslinie Antrieb wahrnimmt. Es kann nicht sein, dass Antrieb deshalb schlecht erkannt hat, weil es geografisch gesehen etwas abgelegen ist. Das ist ein typischer Fall auch für die Ausgleichsfunktion des Kreises. Zu dem Thema Schülerverkehr, ich bin der Meinung, dass wir selbstverständlich uns darum zu kümmern haben, wie die Schülerinnen und Schüler aus dem Kreis gefördert werden. Die Verlierer dieser Wahl, das wären schwerbehinderte Arbeitslose und Witwen sein, sozial Schwache, deren Leistungen so ganz kleinheimlich gekürzt worden sind. Was Sie daraus am 25. März machen, bleibt Ihnen überlassen. Das war XXL Info, Ihr Magazin für Rhein-Main-Neckar. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund, sagt Ihr Andreas Petlam.